Also haben Sie das da hinten im Bild? Also wie man sieht, hat sich die Polizei heute etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar duscht sie die Menge und sie duscht ihr den Virus ab, sodass niemand mehr erkranken kann. Das finde ich sehr praktisch. Und ich nehme an, dass auch diesem Wasser ein wenig Desinfektionsmittel beigesetzt ist, sodass auf gar keinen Fall irgendetwas weitergegeben wird. Also es ist auf jeden Fall ein neuer Einfall von unserer Regierung. Und darüber bin ich ganz glücklich, weil was kann man Besseres machen, als die Bevölkerung einfach durchdesinfizieren? Dann bleibt kein Virus trocken und kein Auge auch nicht. Und dann ist auf jeden Fall bald diese ganze Pandemie geschafft. Und alle Leute sind gesund, weil wir haben hier so Temperaturen von ungefähr 13 Grad. Und wenn man da ordentlich Wasser auf den Kopf kriegt, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Eine kalte Dusche hat noch niemandem geschadet. Und auf jeden Fall glaube ich, dass das eine gute Idee ist, dass man also so genau aufpasst auf seine Bevölkerung, dass man sie im Winter mit kaltem Wasser badet. Also das haben unsere Großeltern auch schon gemacht. Die haben immer kalt geduscht. Und das ist auf jeden Fall gut, damit man sich nicht erkältet und damit man auch sonst keinen Virus bekommt und auch nicht krank wird. Und das finde ich großartig. Dankeschön.